Das hier ist die Todra-Schlucht. Und auf Englisch sagt man auch Todra Gorges. Wenn man das finden will, sucht man eigentlich immer die Gorges. Und heute Morgen beim Frühstück waren zwei nette Australier, die einen Mietwagen haben und auch nach den Gorges nach Ouarzazate fahren, genau wie wir. Und mit unserem Charme und unserer Freundlichkeit konnten wir zwei Plätze in der Karre reservieren, mega geil. Die sind Vogelkundler wohl irgendwie. Und ja, jetzt ist unser Plan heute mit den Dudes nach Ouarzazate zu kommen. Und jetzt gucken wir uns die Todra-Schlucht an. Ich hau einen Soundtrack dahinter, den ich gestern selber aufgenommen habe. In dem Hostel haben sie gestern nämlich noch eine Percussion-Session gemacht. Mit so Buschtrommeln und Gesangseinlagen. Mega Deluxe. Passt vielleicht nicht zu dieser ruhigen Naturszenerie, aber ich kann es mir nicht nehmen, den Soundtrack zu verwenden. Film ab! Also jetzt ist auf jeden Fall richtig voll geworden hier mit Touristen. Hier stehen die ganzen Busse da und es macht auf jeden Fall Sinn, ein Taxi zu nehmen von Ting Erie nach zu diesen Gorges hier. Taxi kostet 80 Cent für 10 Minuten Fahrt ungefähr. Und dann morgens gleich hierher. Wir waren alleine da hinten, sind diesen Pass hochgelaufen, konnten dann da oben die Aussicht genießen und sind dann hier wieder runtergelaufen. Nico liebt auf jeden Fall Touristen. Ja, jetzt wird es erst richtig schön hier. Zurück auf meinem Kanal. Ich habe ganz vergessen, ein Intro zu machen. Wir sind in Ouarzazate schon angekommen. Heute versuchen wir nichts in Ouarzazate anzusehen, weil uns empfohlen wurde, beziehungsweise weil uns gesagt wurde, in der Stadt ist nicht viel los. Und deswegen versuchen wir heute nach Ait Ben Haddou zu kommen. Das ist der Ort, wo diese Filme da alle gedreht wurden. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann wollen wir heute noch nach Marrakesch, weil morgen geht schon unser Flieger zurück. Jo. Das ist es. Achso, und wenn noch Zeit bleibt, probieren wir per Anhalter nach Marrakesch zu kommen. Weiter. Mal sehen, ob das klappt in Marokko. Das Hostel hier heißt übrigens Cinema Riad und ich versuche alle Hostels, die ich noch nach der Reise zusammenkriege, und in die Videobeschreibung zu packen, dass ihr auch genau in diese Dinger rein könnt. Heute Morgen haben wir zwei nette Mädels noch getroffen im Hostel, die uns jetzt mitnehmen zum Atlas Studio, heißt es, oder? Ja. Ja, da fahren wir jetzt hin. Die lassen uns raus. Und dann schauen wir mal. Da sind sie weg, die netten Mädels. Ab zum Studio.
So, ich werde nicht viel quatschen hier. Ich lasse mal ein bisschen Musik laufen und mal gucken, ob ihr ein paar Sachen aus anderen Filmen wiederseht, Filmrequisiten einfach wiedererkennt, die ihr in irgendwelchen Filmen gesehen habt. Das ist alles hier Filmkulisse, alles Pappmaché und Holz und Stroh. Und wenn du da auf die Treppen und so weiter hochsteigst, merkst du auch, dass das richtig so nachgibt und überhaupt nicht stabil ist, aber es sieht total echt aus. Jetzt. Angekommen bei Aït Benhadou. Ich habe das bei Geh mal Reisen gesehen, die völlig wild hier rumgelaufen sind und haben einen ganz anderen Weg gefunden. Und da hinten, wenn man über die Brücke in die Stadt reingeht, muss man nämlich Eintritt zahlen, glaube ich. Und ich habe jetzt den anderen gesagt, man kann hier außen rumlaufen, da muss man keinen Eintritt zahlen. Ich hoffe, das ist korrekt. Der eine hat nur Schlappen an und wir müssen eigentlich noch über den Fluss rüber, da in die Stadt rein. Okay, das hat nicht so richtig funktioniert. Wir mussten trotzdem zahlen. Okay, aber Eintritt war nur 1 Euro pro Person. Das finde ich in Ordnung. Jetzt sind wir in dem alten Aït Benhadou Kasper. Mal sehen, ob es hier ein paar Informationen gibt. Ich weiß gar nicht so recht, was man hier eigentlich sehen kann. Ich weiß nur, dass hier auch ein paar Filme gedreht wurden. Okay, Aït Benhadou habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, man bezahlt einmal Eintritt und dann kann man hier... Ich muss gerade mal einstellen. Ich dachte, man zahlt einmal Eintritt und dann kann man hier rumlaufen, wie man will. Aber du zahlst am Anfang 1 Dollar für das erste Kasper, also für das erste Mal, dass jemand da... Also für seine 4 Wände. Und viele sind noch bewohnt. Es gibt, wir haben jetzt 4, 5 Kaspers gesehen und dann muss man halt jedes Mal wieder Eintritt zahlen. Sie wollen immer wieder 1 Euro haben. Manche sagen gleich am Anfang 1 Euro, manche sagen, komm rein und dann dies und das. Also sehr... anstrengend, ich mag sowas immer nicht. Ich dachte, das wäre hier ein bisschen verlassener so, aber hier sind auch viele Verkaufsstände und alles, also muss man mögen. Und jetzt sind wir in dem Haus von so einer älteren Dame, die spricht Französisch. Sie will uns auf einen Tee einladen und uns das Haus zeigen. Aber wegen der Szenerie ist es halt keine echte Gastfreundschaft. Kitchen Mode. This one. Okay, das ist auf jeden Fall das Küchenlicht da unten. Das sehen wir jetzt von oben. Und es gibt noch eine schöne Dachterrasse. Das ist jetzt auf jeden Fall nochmal eine schöne Abwechslung zu dem ganzen Touristenbazar in den Gängen von Aït Benhadou. Im Hintergrund sieht man den Hohen Atlas. Den müssen wir heute noch überqueren, damit wir heute Nachmittag irgendwann in Marrakesch sind. Das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, aber wir versuchen es. Okay, wir sind jetzt gerade im Hohen Atlas angekommen. Per Anhalter fahren hat gut geklappt, wir sind nach 5 Minuten ungefähr weggekommen. Allerdings will ein Zehner von uns haben, er hat wohl eine Leerfahrt, hat Touristen in die Wüste gebracht und ist jetzt mit einer Leerfahrt zurück. Er ist erst an uns vorbeigefahren, ich habe gesagt, mehr als 10 zahlt er nicht. Und dann ist er wiedergekommen und hat uns mitgenommen. Und wir haben jetzt hier gerade wieder eine wundervolle Aussicht auf der Passstraße im Hohen Atlas. Ist echt schön hier.
Auch wenn es ein bisschen betrübend ist, dass wir gerade gehört haben, dass hier, genau hier, wo wir jetzt gerade sind, vor ein paar Tagen ein Terroranschlag war. Und zwei norwegische, glaube ich, Touristinnen wurden wohl geköpft in ihren Zelten, was ein bisschen mies ist. Ja, aber nichtsdestotrotz fahren wir jetzt nach Marrakesch, versuchen unseren Flieger dann morgen pünktlich zu erreichen. Und guckt euch die Aussicht an. Ich mache gleich noch ein paar Shots mit der GoPro. Wir haben es bis Marrakesch geschafft. Ich bin gerade noch mal eingepennt. Richtig zerstört jetzt. Aber ich freue mich schon wieder auf das Chaos in Marrakesch. Wir sind auf jeden Fall alle Akkus leer, außer 10% auf der GoPro. Deswegen mache ich jetzt schon mal vorsorglich ein Auto, falls es nicht mehr klappt. Das ist das letzte Video von der Marrakesch-Reise. Morgen früh geht der Flieger zurück und wir gönnen uns jetzt nochmal von unseren letzten Dirhams richtig geiles Essen in den Straßen von Marrakesch. Und es ist wirklich bisher Hammer. Ich habe 1,2 Kilo Gewürze für 22 Euro oder so gekauft. 24 Euro. Und Nico hat wie viel? Auch irgendwie fast 800 Gramm oder sowas Gewürze für 17 Euro ungefähr. Hammer. Leute, wenn ihr in Marrakesch fliegt, ne, nur die Ruhe. Wir sind bis 20 Minuten, bevor das Gate geschlossen hat, sind wir noch am Anstehen gewesen für das Boarding. Und jetzt ist es halt, der Flieger hebt so in 9 Minuten ab. Und trotzdem stehen wir hier einfach noch draußen. Der Kollege vor uns war eine Stunde vorher da und hat seinen Flug verpasst. Also vielleicht doch nicht so Chili Milli Vanilli machen.